Ausgangssituation mache ich kurz, da ist bereits Über 20 Jahre ist er alt, der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Pirna. Eindeutig Zeit für einen neuen. Schließlich hat sich in der letzten Zeit so einiges getan. Wir haben eine zweite Elbquerung gebaut mit der Sachsenbrücke. Wir haben einen Anschluss an die A17. Das Verkehrsaufkommen hat sich sehr stark verändert. Zudem ist auch der Altersdurchschnitt der Bevölkerung gestiegen. Im neuen Verkehrsentwicklungsplan möchte die Stadt diese Kriterien berücksichtigen und die Bürger in die Planung einbeziehen. Neben der Parkplatzproblematik in der Innenstadt soll der Ausbau der Rad- und Fußgängerwege thematisiert werden. Und auch für Vorschläge zur Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs ist man offen. Unter www.pirna2030.de können Bürger eigene Erfahrungen und Anregungen einbringen. Dort soll es dann auch Stellungnahmen geben von den Beauftragtenbüros zu den Fragen, nicht im Einzelnen, sondern gesammelt. Und wer noch nicht die technischen Möglichkeiten hat, diese Online-Plattform zu nutzen, der kann sich gerne auch an uns, an die Stadt direkt wenden. Und auch die Jüngeren kommen laut Geschäftsführer des Planungsbüros zu Wort. Also wir werden zum Beispiel jetzt in den nächsten Wochen eine Befragung von Schülern ab der Klasse 7 an den beiden Pirnaer Gymnasien durchführen. Die Schüler sind auf ihrem täglichen Weg von und zur Schule mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Sie kennen die Systeme sehr gut und wir erhoffen uns eigentlich dort auch Aussagen, beispielsweise zur Verkehrssicherheit. Die Kosten für die Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes in den Jahren 2013 und 2014 betragen insgesamt 50.000 Euro. Ende diesen Jahres soll das Konzept dann stehen und vom Stadtrat beschlossen werden.